So, ich begrüße euch nochmal. Total und recht herzlich begrüße ich euch jetzt hier, genau, hier bei dieser sogenannten Show, die wir immer durchziehen, nicht mehr Star Wars. Nein, wir ziehen jetzt das Neue durch, auch Produktwerbung. Denn ihr könnt bei uns hier, bei uns erwerben, nicht nur die Figuren, sondern auch den Film. Den Film, die Docs hier zum Beispiel, ne? Reserver Docs, ich habe den Film gerade erst reingekriegt, deswegen. So, mit Figuren. Tarantino ist da abgebildet, hier vorne. Dann, ich habe jetzt nicht alle hier, aber jedenfalls die berühmtesten. Ihr seht halt eben selber, ihr wisst genau, wer die Schauspieler sind. Das ist eine Kurzvorbereitung. Ferien. Die Ferien sind jetzt ausgebrochen und jeder, der hier uns mal jetzt besuchen kommen kann oder möchte, also ihr könnt uns wirklich besuchen kommen. Und da gibt es genügend zu kaufen. Und zwar diesen Film hier. 60 Sekunden Uncut. Wir können auch versuchen, ihn in Blu-ray zu bekommen. Mit dem Wagen, worum es ja überhaupt geht in dem Film. Die sogenannten 60 Sekunden mit Cage hat ja einen Grund. Weil Cage ja immer Ärger hatte mit diesem Wagen. Und wir haben halt diesen Film mit dem Wagen gleichzeitig. Also unsere Idee ist ja Geschenke. Also Geschenke, wir schenken jetzt nichts. Natürlich, wir versuchen es so günstig wie möglich zu machen. Aber es geht an sich darum, auch diesen Film hier, das ist natürlich jetzt die Megabox, Fast and the Furious 1-7 mit dem Wagen von Vin Diesel. Ja, auch im Pack drin. Das sind die sogenannten weihnachtlichen Sachen, wir bereiten das jetzt schon vor. Wir stehen ja kurz vor August. Ist ja nicht mehr lang. Jetzt sind die Ferien erstmal. Ich schmeiße jetzt auch alles weg hier. Also ihr seid total recht herzlich weiterhin hier willkommen in der sogenannten Star Wars Lounge, wo wir die Sachen halt nicht nur vorstellen, wo man drüber reden kann und sich das Ganze anschauen kann. Man kann auch vorbeikommen. Und wie gesagt, alle Fans sind ja herzlich willkommen. Am 5. und 6.8. ist ja in Dortmund, wisst ihr ja, eine Convention. Ja, was haben wir denn? Wir haben neue Filme, Valerian. Valerian ist ja an sich der Film, die Mutter von Star Wars. So wird dieser Film momentan schon benannt. Mutter von Star Wars. Könnte sein, die 1000 Welten. Also Valerian könnte man wirklich mit den 1000 Welten in Star Wars mit einarbeiten und dann würde da sicherlich irgendwas Tolles bei rauskommen. Ja, die Frage lautet nur was. Aber egal, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ihr wisst ja, wir haben ja genügend Videos gemacht über Star Wars, wir haben über Star Wars philosophiert, ist ja vieles rausgekommen. Wir haben über Han Solo gesprochen, weil da einiges, also lassen wir mal auf uns zukommen. An sich könnte man einen neuen Film gebrauchen, wenn man das mal so sagen kann. Einen Film, der irgendwie, naja, hört sich jetzt böse an, Star Wars ablöst. Aber ich bin der Meinung, es könnte auch einen Film geben, der Star Wars mit einbindet. Destiny haben wir jetzt, ja, die Zeichentrickserie noch, halt in Englisch, noch nicht in Deutsch. Da werden auch, bei Destiny werden ja auch einige Sachen aufgeklärt, wieso hatte Lea zum Beispiel das Kostüm, nicht wahr? Wie die da Lea gefunden hat, beziehungsweise wie sie alle gefangen wurden und wie dann 3DRPO angefangen hat da, ne? Und durch Luke Skywalker fing er ja an zu schweben. Und dann kam sie ja, Lea, mit ihrem Kostüm und mit ihrem Speer. Und jetzt wusste man nachher, wieso, weshalb, warum. Jetzt durch Destiny. Durch Destiny ist ja die Lea in ihrem Zeichentrickfilm uns näher gebracht worden. Und durch das Näherbringen sind wir ja dann, oder wir wissen jetzt, warum das so ist. Also Destiny soll so einige Lücken immer füllen. Deswegen wurde das jetzt auf den Weg gebracht. Und wir haben uns halt ausgedacht, wir haben noch mehr. Also das ist jetzt nur ein Synonym von dem, was wir haben. Ihr könnt uns fragen, ihr könnt unten drunter schreiben. Also wie gesagt, 60 Sekunden mit dem Wagen als Geschenk für den, der Cage mag oder diesen Film mag. Na, zum Beispiel. Oder noch einmal Fast and the Furious. Wir können das natürlich so zusammenschmieden, wie ihr es gerne haben möchtet. Wir können das natürlich auch mit Fast and the Furious 8 zum Beispiel. Wir können alle Fahrzeuge versuchen zu besorgen und die dann
als Geschenk. Ihr wollt ja jemanden beschenken, ihr wollt ja jemanden was kaufen. Das gibt es nur bei uns im Moment. Ich habe es noch nicht gefunden im Internet, dass das irgendeiner anbietet. Wir bieten das an, Film mit dem dazugehörigen. Wir haben auch diverse andere noch da. Wir haben natürlich auch Wahnsinnskriegsfilme mit Wahnsinnsfiguren, aber der Preis ist heiß, wollte ich jetzt auch nicht vor die Kamera halten. Den Herrn Walz zum Beispiel, ja, den Herrn Walz in seiner Uniform und aus diesem, ne, Bastards-Film war das gar nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Film er nochmal diesen, da hat er auch einen Oscar für gekriegt. Er hat da diesen SS-Mann da gespielt und so wie er ihn gespielt hat, haben wir den als 1:6 Figur mit Film in Blu-ray. Und das wäre ja so ungefähr wie der hier. Der ist so groß. Das wäre so ungefähr wie dieser Spielfilm. Der ist für 18. So, wir kaufen alle Filme ein. Wir haben eine Filmagentur, wo wir die Filme herbekommen. Wir haben nur ein Problem. Wir müssen immer 5 Euro extra bezahlen, um nachzuweisen, dass wir 18 sind. Das ist sehr schmunzelvoll. Also hierfür mussten wir 5 Euro extra bezahlen. Wir mussten unseren Ausweis vorlegen. Obwohl wir Händler sind, obwohl die Firma, die uns beliefert, ganz genau weiß, wie alt wir sind, aber egal. Wir mussten 5 Euro hinterlegen, damit wir diesen Film hier verkaufen dürfen. Und dieser Film darf natürlich dann auch nicht so ausgestellt werden, ist klar. Aber die anderen Filme, wir haben Krull mit der Figur. Wir haben Buckaroo Banzai mit der Figur. Buck Rogers, die gesamte Buck Rogers, einmal 9 CDs, einmal 5 CDs und dann einmal der Hauptspielfilm dabei. Wir können natürlich versuchen, Buck Rogers Figuren zu bekommen. Entschuldigt den Lärm. Tür ist auf, wir haben Sommer. Der Sommer ist kaputt. Der Sommer ist kaputt, wisst ihr das? Der kommt Regen raus, da kommt Wasser durch. Ja, der Sommer ist kaputt, im Moment jedenfalls. Ich wünsche euch alle total schöne Ferien. Ich wünsche euch wirklich, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei, ihr habt Ferien. Wir können hier über Star Wars diskutieren, wir haben viele Sachen da, wir können auch viele Sachen machen. Die Ferienzeit ist auch Besuchszeit, wenn ihr Lust, wenn ihr Laune, Zeit habt, über die A40, hier kurz vorbei in den Shop. Ich werde sicherlich irgendwann mal einen tollen Shop-Film machen, über den Shop, was wir hier alles machen. Ist ja Ferienzeit, vielleicht finde ich einen guten Kameramann, der das dann für mich in Szene setzt, weil ich dann vor der Kamera arbeiten möchte oder ich versuche irgendwelche zu bekommen, gute Schauspieler oder bekannte Leute, die dann vor der Kamera das dann für mich machen, um das hier alles mal zu erklären. Wir arbeiten mit der Telekom, wir haben also da keinen Stress mit der Telekom. Die Telekom baut uns auch alles wieder neu, weil die ja gekündigt haben und durch diese Kündigung kamen wir natürlich ein bisschen ins Schleudern. Wir wussten nicht, so geht es nicht, weil wir die Anlage, die ist 60 Jahre alt, wir haben eine 60 Jahre alte Telefonanlage hier, die kann man nicht mal eben auf Over IP stellen. Das geht nicht. Hier müssen einige Leitungen gelegt und gekürzt werden und dadurch sollte es funktionieren. Ja, wenn das dann alles funktioniert, dann können wir noch viel mehr anbieten, weil wir haben Overcloud, wir haben Office 365 Over, das heißt also, die Kunden können überall ran und arbeiten, Hotpoint, sie können sich einwählen in den WLAN, können arbeiten, ja, alles was die Telekom anbietet, werden wir dann auch anbieten, wir werden auch OIP haben, wir haben OIP getestet, war also spitzenmäßig, man konnte sich wunderbar unterhalten, hat also richtig Spaß gemacht, also wie gesagt, wir haben also mit der Telekom hier ein Abkommen und wir gehen davon aus, dass das funktioniert, weil das ist ja einfach nur ein Einschalten und IP setzen und dann sollte es laufen auf allen Rechnern gleich, läuft ja jetzt genauso, nur halt über Fritzbox und Freiwild-Telefonie und dann haben wir, wie gesagt, Over IP mit 54 Mbits und das sollte reichen, das sollte doch funktionieren. Das werden wir unseren Kunden ab sofort anbieten und jetzt in den Ferien kommt einfach mal vorbei, schaut es euch an, lasst uns einfach mal drüber philosophieren. Ansage natürlich an alle Star Wars Fans, Star Wars Freunde in der Star Wars Lounge und hier bei 100% Star Wars begeistert. Wir sind begeistert. Wir
sind Star Wars begeistert und vielleicht können wir auch über Valerian sprechen. Vielleicht bringt es ja was, mit Valerian über den Film Valerian zu sprechen. Wer weiß, ja, können wir ja machen. So, und Wetter ist gruselig, wie gesagt, es regnet in Strömen. Der Sommer hat leider einen Defekt, ne? Wasser kommt durch, Wasser, was soll man machen. Ja, ich habe mir jetzt diese Zeit hier einfach genommen. Ich sehe, wie die Leute da draußen alle flüchten, weil es ziemlich stark regnet. Sehr stark regnet. Ja, sehr stark. Wie gesagt, Zeugnisse hat es auch gegeben. Man hat mir die Zeugnisse gezeigt. Musste schon schmunzeln, wie ich da die Zensuren gesehen habe. Ist halt so, einige kommen durch, einige kommen nicht durch. Überwiegend kommen durch. Alle können hier demnächst wunderbar... Ja, genau, Mahlzeit. Hallöchen, wer hat's für ein Wetter, bringen wir mit. Ne? Ja. Ne? Ja, ne? Ja. Der Sommer. Ich hatte ja gesagt, dass wir einen Wahnsinnsauftrag hatten, ne? Erledigt, durch. Alle Aufträge sind... Okay, jetzt haben wir einen neuen angenommen. In der Ferienzeit werde ich auch versuchen, auch auf die Schnelle fertig zu machen. Aber heute schaue ich das nicht mehr, obwohl die Zeit nicht rast. Es ist ziemlich früh noch. Keine Ahnung, also ob Ferien auch die Zeit stehen will oder steht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das, fällt euch das nicht auch auf, dass irgendwann mal die Zeit steht. Die Zeit steht nie, wissen wir. Aber das Empfinden, man guckt auf die Uhr, wie? Erst 2 Uhr. Hä? Verstehe ich nicht. Weil sonst fliegt die Zeit und irgendwie hat man so eine innere Einstellung der Meinung, ist ja nur eine Meinung, dass die Zeit steht. 2 Uhr. Hä? Komisch. Es kommt mir so vor, wie? Ne? Ja, also, ich wünsche euch wunderschöne Ferien, eine wunderschöne Zeit und habt viel Spaß. Wer Zeit hat, kommt vorbei. Wer Lust und Laune hat, kommt vorbei. Wir können hier, wie gesagt, in der Star Wars Lounge, die bleibt ja vorerst. Die Umbaupläne sind zwar gemacht, wir haben, wie gesagt, einen neuen Deal mit der Telekom. Wir werden hier neue Sachen machen, einrichten, die Geschwindigkeit erhöhen. Wir haben ja auch WLAN-Kameras, die wir vielleicht einspeisen, mit diesen WLAN-Kameras vielleicht arbeiten und das auf den Weg bringen. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja einen YouTube-Kanal, wo wir arbeiten. Wir haben ja auch Fernsehen. Wir wollen auch richtiges Fernsehen machen. Mal gucken. Website ins Leben rufen. Ein Shop ins Leben rufen. Es ist alles da. Wir haben es halt noch nicht gestartet, weil wir uns ein bisschen Zeit lassen. Besonders ich jetzt, euer Medienkanzler. Ja, wir haben Movie, Film und Fotoproduktion. Wir haben vieles gemacht. Es hat so viel Spaß gemacht. Jetzt, es sind Ferien. Man merkt, ich bin auch so ein bisschen ferienmüde. Ich mache keine Ferien, werde hier sein. Werde einige Sachen da auf den Weg bringen. Ja, was können wir denn da anbieten? Wisst ihr was? Wenn ihr Lust habt, schaut doch weiter zu. Im Moment in so einer Art Sommerloch über Star Wars reden. Wir werden über Valerian reden. Über den gewissen Film, der da jetzt kommt. Also es kommt ja der Film und der Mutter aller Star Wars Filme. Wer das wieder erfunden hat, weiß ich auch nicht. Egal. Wir versuchen auch an die Figuren zu kommen. Wie gesagt, ihr könnt also, wie gesagt, Figuren mit dem Film, ja, erhalten und wie gesagt, alles machbar. Ja, nicht immer online. Wer immer online lebt, ist eure Sache. Ich liebe das Analoge. Ich habe gerade noch mit dem Filmemacher philosophiert, der gerade seinen Filmauftrag abgeholt hat. Der war in Neuseeland, hat einen wunderschönen neuseeländischen Film gedreht und fast über 4 Stunden ging das und wir haben das gerade fertig gemacht. Hoffe, er hat auch Spaß daran, weil das waren jetzt so Erinnerungen, weil die meisten, die haben ihr Alter, Filmemacher, wohlgemerkt Foto- und Filmemacher, die haben ihr Alter und kommen jetzt nicht so mit der allerneuesten Technik klar. Sie haben zwar im Arbeitszimmer einen PC stehen oder einen Laptop stehen, aber sie möchten das Ganze gerne im Wohnzimmer auf dem riesen Fernseher sehen. Ja, und dann erklärt man denen das, wie man es machen könnte. Man sucht halt Wege, einen Funkweg oder, ja, ist aber umständlich, da das Gerät, da gucken,
Und dann erklären wir denen, wo sie die neuesten Geräte kaufen können, womit sie dann arbeiten können. Weil wir arbeiten ja auch mittlerweile mit 4K. HD, 4K, Super 8, Normal 8, High 8, ne, V8. Alles haben wir ja hier im Programm, weil wir ja auch diese Digitalisierung machen. Analog auf digital. So, das war jetzt mal so am Rande. Mal so ein Willkommen in den Ferien. Ferienloch, Sommerloch. Ich werde mir jetzt genüsslich ein Kiffchen trinken. Freue mich auf alle Gäste, die hier so zwischenzeitlich reinkommen. Ich freue mich natürlich auch auf die ganzen Aufträge, die ja zwischenzeitlich hier vonstatten gehen. Ich werde vielleicht, weil ich sehe gerade die Uhrzeit, schon mal mit dem nächsten Auftrag anfangen. Ich habe also noch einen einzigen Auftrag, der abgeholt werden muss. Ne, zwei sogar sehe ich gerade. Zwei Aufträge müssen noch abgeholt werden. Ein Auftrag, der muss noch umgearbeitet werden. Und ja, dann schauen wir mal. Also der Tag ist jetzt schon super gewesen. Und ich lade euch total und recht herzlich ein, hier vorbeizukommen, wenn ihr Lust und Laune habt. Ihr wisst, wo das ist hier. Es läuft ja bei YouTube-Kanal, es läuft ja bei Facebook, bei den 100% Star Wars Begeisterten. Gebt AWA Movie ein und dann finden wir uns schon. Da waren also, wie gesagt, viele hier. Oh, bist du Fan? Sag ich, wovon bin ich Fan? Ja, du hast so viele Star Wars Püppchen. Und so eine Frage wird gestellt in einem spielbaren Fachgeschäft. Demnächst werde ich bei Toys R Us reingehen und sagen, liebe Toys R Us, Leute, seid ihr Fans von Püppchen? Ihr habt denn so viele Püppchen? Ja, können wir machen. Ne, machen wir nicht. Vielleicht doch, wer weiß. Also, schöne Ferien, viel Spaß, mal sehen, was so abgeht. Und sollte jemand vorbeikommen, berühmtes, geht die Kamera an und dann machen wir das dann. Ne? Machen wir, können wir nichts. Bis jetzt ist jetzt Ruhe. Ja, ist halt so. Es ist halt Ruhe. Kann man nichts machen gegen. Ne? Wie denn auch? Das Leben ist hart, wir sind härter. Also dann, nur die Harten kommen in den Garten. So war das auch bei Star Wars. Der Sommer 2017 scheint kaputt zu sein, denn da kommt Wasser raus. Fand ich toll, hat so ein kleines Mädchen vorhin gesagt. Die haben nämlich jetzt Ferien. Sie haben Ferien und es schüttet in Strömen. Deswegen sitze ich jetzt noch ein paar Minuten vor der Kamera und begrüße euch alle in den sogenannten Sommerloch oder Ferien, volle 6 Wochen, könnt ihr uns, wenn ihr Lust und Laune habt, besuchen. Nicht nur in der Star Wars Lounge, nein, auch wie ich schon vorhin gezeigt habe, in dem Filmclub bzw. in der Filmlounge. Wir können uns über Filme unterhalten. Ihr seid total recht herzlich willkommen. Wir können hier vieles machen. Und am 3.8. sogar bekommen wir alles neu hier. Dann läuft hier alles über Cloud. Office 365, wo man alles machen kann. Wir haben dann auch Web und wir haben Website. An der neuen Website werden wir dann arbeiten und wir werden einiges machen und schauen mal, wir werden die Website dann auch euch veröffentlichen, wo ihr dann alle Informationen bekommt. Ob wir dann schon das Online-Kaufhaus in Betracht ziehen, weiß ich noch nicht. Mittlerweile habe ich mich an allen gewöhnt, an allen Figuren und verkaufe die sehr ungern. Ja? Und wird so langsam zu einer Liebhaberei. Mehr wollte ich auch gar nicht mehr einkaufen in der Star Wars Lounge, deswegen machen wir ja auch mit den Videos jetzt. Wir machen jetzt mit den Videos und Highlights und hinzu macht ja auch mehr Spaß, also irgendwie zu Weihnachten jemanden zu beschenken, der ein Star Wars Fan ist, mit einem Star Wars Film zusammen ab demnächst, wenn 8 rauskommt oder 7 mit der Kershaw oder so, könnte man Jaso oder irgendeinen anderen, also den Film mit Figur verschenken, wenn E8 rauskommt, mit der Figur verschenken, mit irgendeiner und so weiter und so fort. Ja, Cosplay machen wir immer noch. Wir arbeiten noch an so einem Kostüm von Stormtrooper. Ja, ihr habt richtig gehört, Stormtrooper. Wir wollen ja, also ich möchte gerne Captain Rex, wisst ihr ja, Captain Rex machen. Und mal schauen. Daran wird auch noch gearbeitet in den Sommerferien. Die richtige Sendung kommt dann wieder im September bzw. im Dezember. Weil jetzt im Moment hat der Sommer ist kaputt. Da kommt Wasser raus, finde ich toll, stimmt, draußen stürmt es.
draußen regnet es, draußen kracht es. Während den Dreharbeiten kann sein, dass die Kamera bzw. das Mikrofon der Kamera das auffängt, dann hört ihr es. Ich werde mich jetzt mal in den sogenannten Sommer hineinbegeben. Ich werde, wir sind da, wir haben keine Sommerferien, ihr könnt jederzeit hier reinkommen. Ihr könnt jederzeit mit uns sprechen. Würde mich schon über Besuch freuen. Von allen Cosplayern, nicht nur Star Wars. Vielleicht treffen wir uns auch bei Valerien in dem Film. Am 20. kann ich nicht sofort, habe ich einen anderen Termin. Aber man könnte ja dann am Wochenende sich vielleicht treffen im Kino und dann mal später über Valerien reden. Wird sicherlich kommen, einige Sachen, also die Sendung wird sich ein bisschen verändern, mehr über Film reden, ob einem der Film gefallen hat, über DVD oder Blu-ray mit Figur oder ohne Figur, zum Beispiel Stargate, SG-1, gibt es ja auch gewisse Figuren, die schon reichlich teuer sind. Und es ist auch sehr schwierig, an diese Figuren zu kommen. Sollte ich an diese Figuren kommen, werde ich die natürlich in einer Sendung vorstellen. SG-1, Stargate. Ja, ich versuche auch den Film nochmal zu bekommen. Vielleicht habe ich ihn. Ich weiß, dass ich eine Menge habe. Ich habe die Serie, hier aber den Spielfilm. Ne? Genauso gestern hat jemand gefragt von Caprica. Er meinte aber die alte Geschichte, nicht die neue. Und zwar Kampfstern Galactica als Serie und als Spielfilm suchte er, genau. Und die Altversion, die neue Version ist noch da. Aber ich suche halt die Altversion. Also, ihr könnt hier jeglichen Film, auch uralt, Schallplatten, Musik und so weiter bekommen. Haben wir alles im Programm. Und stellen wir auch sicherlich vor. So, jetzt gehe ich raus da ins Wetter. Wetter ist kaputt, kommt Regen raus, Wasser raus. Ja, ist halt so. So, ich wünsche euch wunderschöne Ferien 2017. Und wenn ihr Lust und Laune habt, kommt ihr vorbei und lasst euch sehen. Die Uhrzeiten sind bekannt. Alles ist bekannt. Ich begrüße euch total recht herzlich in der Star Wars Lounge und natürlich in der Film Lounge. Und es wird sich eine Menge hier tun, wie immer. Wir machen ja immer nach den Ferien was Neues. Und mal schauen, was wir da so anbieten. Aber wir bieten immer noch Aufträge aller Zeiten an, ja, ihr könnt immer noch uns mieten, ihr könnt rein, ihr könnt eure Cosplay-Fotos bekommen, Cosplay-Filme, Aufzeichnungen, Überspielungen und natürlich Herstellung. Ihr könnt eure YouTube-Kanale hier eruieren, aufbauen, herstellen, wir können live senden. Hier könnt ihr alles, was jetzt neu ist, wirklich tätig. Wir sind Industrie 4.0. Im Notfall können wir auch alles live machen, live schalten. Ja, das bieten wir euch weiterhin an. Hier vor Ort. Also, lasst euch sehen, kommt vorbei, lasst uns smalltalken. In dem Sinne, euer Sondersender NRW TV, Ultra HD, Web TV, euer AWR Movie, Film, Foto und Online-Produktion. In dem Sinne, bye bye.